Die DHV-News vom 16. Dezember 2022. Bayern. Holecek bestellt Gutachten gegen Legalisierung. Vor der Wahl, nach der Wahl. Linke in MacPom. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wir sind zwar in der Weihnachtszeit, aber die Deko kriegt ihr erst nächste Woche. Aber passend zur Weihnachtszeit werde ich euch heute schon mal ein bisschen was vorlesen in dieser Ausgabe hier. Ja, Märchenonkel-mäßig. Und natürlich unsere Weihnachtsspendenaktion passt auch zu dieser Weihnachtszeit. Spenden und gewinnen. Neu in dieser Woche ist unser Video, in dem mein Kollege Konstantin euch die Preise vorstellt, die ihr gewinnen könnt hier im DHV-Kanal. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch gerne mal an. Ja, ist ganz nett gemacht, hat mir gut gefallen. Und natürlich sind das wieder hochwertige Sachen, die ihr da gewinnen könnt für Spenden ab 10 Euro und für neue Fördermitglieder. Wir haben mittlerweile 33.046 Euro eingesammelt von euch, von insgesamt 1.275 Spendern und neuen Mitgliedern. Vielen Dank schon mal an alle, die da bisher mitgemacht haben. Es fehlt noch eine Menge bis zu unserem Spendenziel, jedenfalls bis zum Ergebnis des letzten Jahres. Von daher alle nochmal kräftig mitziehen, ja, weiter den Spendenbalken auf der DHV-Startseite nach oben treiben. Und dann schauen wir nach Bayern mal wieder. Der Gesundheitsminister Holecek von der CSU war ja schon mal in Brüssel, direkt als dann die Eckpunkte von Lauterbach da abgegeben wurden zur Prüfung, ist er ja auch hingefahren, hat da gesagt, so bloß nicht irgendwie den Go geben, ja, verhindert die Legalisierung in Deutschland. Und ja, da ist er weiter am Ball. Er will klären lassen, ob eben die Legalisierung mit dem Europarecht vereinbar ist. Karl Lauterbach hat ja dann gesagt, okay, wir machen weiter mit unserem Gesetz. Nachdem die EU-Kommission halt gesagt hat, ja, ne, Eckpunkte kommentieren wir nicht, ja, machen wir weiter. Und hat ja auch angekündigt, dass er ein Gutachten in Auftrag geben will, der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, um zu erklären, dass eben die Legalisierung besser geeignet ist, um die Ziele auch der EU-Gesetzgebung zu erreichen, nämlich Jugendschutz, Verbraucherschutz, Zurückdrängen von Kriminalität. Und da hat jetzt eben Holecek drauf reagiert und will selber ein Gutachten in Auftrag geben, dass es nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Ja, also richtig renitenter Kläffer da aus Bayern, ja, voll nervig. Und er hat den Auftrag auch schon vergeben an Bernhard Wegener, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Europarecht an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Der natürlich, ich habe mal zumindest beim kurzen Googlen, damit auffällt, dass er meint, dass es nicht mit EU-Recht vereinbar ist, die Legalisierung. Naja, insofern, klar hat er sich natürlich jemand ausgesucht, der da liefert, was er liefern soll. Obwohl er ja eigentlich sagt, es soll neutral sein. Ja? Ich zitiere jetzt, fange ich an zu zitieren und vorzulesen, ja? Aus dieser Meldung, die, glaube ich, auch per Agenturen über mehrere Zeitungen zu lesen war. Das von uns beauftragte Gutachten wird diese und weitere Aspekte objektiv ausleuchten, betonte Holecek, also dieses EU-Recht. Es könne nicht sein, dass Cannabis als sogenanntes Genussmittel verharmlost werde. Ja, er will objektiv ausleuchten, objektiv, ja, völlig unvorgenommen, aber es kann nicht sein, dass es verharmlost wird und wir beauftragen mal einen, der sagt, es ist nicht vereinbar mit EU-Recht. Zudem müssten, wenn das Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden soll, Höchstverkaufsgrenzen und Obergrenzen für den THC-Gehalt eindeutig festgelegt werden. Das ist bislang nicht geschehen. Eine Legalisierung ohne entsprechende Altersbeschränkung wäre deshalb grob fahrlässig, sagt er. Das ist vielleicht allerdings auch interessant im Hinblick auf mögliche Kompromisslinien. Ja, ich höre jetzt Holecek zum ersten Mal irgendwas sagen, wie gegebenenfalls die Legalisierung ausgestaltet werden müsste. Ja, ist das schon eine Verhandlungsbereitschaft? Das ist ein interessanter Aspekt, wo er gleichzeitig dass er unbedingt die Legalisierung verhindern. Ja, und dann fängt er an, über Details zu reden. Naja, interessant. Aber auch NRW-Innenminister Reul konnte da nicht zurückstehen, ja, und ist auch gleich wieder in die Bütt gegangen, hat auch wieder gewarnt, macht er auch ja andauernd, ja. Da zitiere ich jetzt auch mal die WZ. Reul warnte vor den gesundheitlichen Gefahren der Legalisierung, insbesondere für junge Menschen. Das Signal gerade für junge Menschen ist, wenn es nicht verboten ist, es ist nicht gefährlich, dann kann ich es konsumieren. Die medizinische Fachwelt sage jedoch etwas ganz anderes, nämlich dass Cannabis insbesondere für junge Menschen gefährlich sei. Er verstehe deshalb nicht, wie Politiker auf die Idee kommen können, dieses Rauschgift zu legalisieren. Beim Klimaschutz heißt es doch auch, hört auf die Wissenschaft. Warum soll das in der Drogenpolitik nicht auch gelten?
Ja klar, wenn man jetzt natürlich die Wissenschaft nur fragt, ist Cannabis vollkommen harmlos wie Wasser? Klar, sagt die Wissenschaft dann, nein, ja, ist nicht vollkommen harmlos. Und daraus sagt, ja gut, dann müssen wir ja, hat die Wissenschaft gesagt, wir müssen es verbieten. Hat es natürlich nicht gesagt, ja, man muss sinnvoll fragen, Herr Reul, man muss die Wissenschaft fragen, ob Verbot, Verfolgung und Schwarzmarkt oder ein regulierter Rahmen sinnvoller ist, insgesamt für die Gesellschaft, für Konsumenten, unterm Strich. Ja, und dann würde nämlich Ihnen die Wissenschaft sagen, ja, das ist sinnvoller in einem regulierten Rahmen. Nur mal so als kleiner Tipp, ja, könnte vielleicht helfen. Auf jeden Fall wird mal wieder klar, es ist recht unwahrscheinlich, dass mit dieser Truppe ein Kompromiss im Bundesrat ausgehandelt werden kann. Ja, die werden alles dran setzen, das zu verhindern. Deswegen unterstützt uns bei der Weihnachtsspendenkampagne. Ja, wir wollen noch mal schauen, ob wir nicht die CDU-Mehrheit im Bundesrat brechen können bei den Landtagswahlen nächstes Jahr. Aber wenn doch noch verhandelt werden sollte, ja, wenn ich mich da irre, ja, und es kommt doch zu irgendwelchen Verhandlungen im Vermittlungsausschuss, dann hört ihr gleich raus, ja, es wird strenge Mindestmengen geben, die, Höchstmengen geben, die man mit sich tragen darf, strenge THC-Obergrenzen, ja, dann vielleicht legalisieren sie nur CBD-Gras, ja, was überhaupt keine Wirkung hat oder so. Also das wird absolut nervig werden mit denen. Lieber ohne CDU und CSU das Ganze machen, durch den Bundesrat bringen. Landtagswahlen sind übrigens auch im nächsten Jahr in Bayern. Also geht wählen, stoppt die CDU. Ich muss nochmal nach Mecklenburg-Vorpommern zurückkommen. Da habe ich ja letzte Woche schon berichtet über den Antrag der Grünen zur Entkriminalisierung. Also die Länder sollten ihre Möglichkeiten ausnutzen bei der Entkriminalisierung, weil ja noch viel Zeit vergeht bis zur Legalisierung. Hunderttausende Strafverfahren weiterhin zu erwarten sind bis dahin gegen einfache Konsumenten. Ja, und MECPOM, die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern haben das aufgegriffen im Antrag. Der ist abgelehnt worden, letzte Woche habe ich erzählt. Aber jetzt will ich da noch mal ein bisschen reingehen, weil das hat mich nicht losgelassen irgendwie. Das Ganze haben wir auch die Debatte noch mal angeguckt da. Und besonders die Linken, wie die sich da verhalten haben, ist wirklich ärgerlich. Ich meine, klar, über CDU und AfD-Beiträge könnte man jetzt auch noch mal irgendwie stundenlang reden. Aber die Linken haben uns 2016 auf unsere Wahlprüfsteine geantwortet gehabt. Mecklenburg-Vorpommern hat mit 5 Gramm die bundesweit niedrigste sogenannte geringe Menge definiert. Wir halten die daraus erwachsenen strafrechtlichen Konsequenzen, wie oben beschrieben, für falsch. Unser Bundesland sollte wenigstens den Spielraum nutzen, der ihm zur Verfügung steht. Das heißt, die Linke wird in etwaigen Koalitionsverhandlungen darauf drängen, die geringe Menge anzuheben. Das war 2016, wobei das mit den 5 Gramm nicht so ganz stimmt. Die haben eigentlich gar keine klare Menge definiert wie andere Bundesländer. Es gibt keinen Erlass dazu. Bis 6 Gramm können die Verfahren eingestellt werden, aber es gibt keinen Hinweis an die Staatsanwälte. Macht das bitte regelmäßig, sondern die machen halt Einzelfallprüfungen. So, das war aber die vorletzte Landtagswahl. Bei der letzten Landtagswahl 2021 haben sie uns auf die Frage nach der geringen Menge geantwortet. Kurz und knapp. Die Strafverfolgungsfreigrenze für Cannabis in Mecklenburg-Vorpommern wird auf 15 Gramm angehoben. Ja, ganz klare Ansage, 15 Gramm Anhebung der geringen Menge. Und das war eben vor der Wahl, gerade 2021, letztes Jahr. Und jetzt eben nach dieser Wahl, ja, hält die linke Justizministerin Jacqueline Bernhard, heißt sie, eine Rede im Landtag, warum die geringe Menge nicht angehoben werden kann. Sogar Jugendliche sollen weiter bestraft werden. Das war ein wichtiger Grund, das abzulehnen, weil die Grünen auch allgemein entkriminalisieren wollten und sagten, wir müssen auf jeden Fall weiter Jugendliche bestrafen. Ja, vollkommen irre. Keinerlei Aussage mehr, keine Rede mehr davon, von den Aussagen im Wahlkampf. Ja, das hat eigentlich voll gegen Parteilinie verstößt, was die da jetzt machen, ne, und auch ihre Rede insbesondere. Und sie hat sogar behauptet, das wäre gar nicht möglich, Vorgaben an die Staatsanwälte zu machen. Obwohl 14 andere Bundesländer so einen Erlass haben, ja, Ansage an die Staatsanwälte. Hier mal ein kleiner Ausschnitt. Sehr geehrte Damen und Herren, zweitens, die Legalisierung von Cannabis muss ihrerseits auch rechtlich abgesichert sein. Das heißt, sie muss auf ein Gesetz beruhen, und zwar auf ein Bundesgesetz. Sie fordern eine Richtlinie der Landesregierung an die Staatsanwaltschaft zum Umgang mit § 31a Betäubungsmittelgesetz. Und ich sage, die Strafverfolgungspraxis muss sich an bundesrechtlichen Vorgaben halten. Sie kann und darf diese aber nicht ersetzen. Will man einen anderen Umgang mit Cannabis, dann bitte auf Gesetzeswegen und nicht durch eine Weisung. Ja, das ist echt ein schlechter Witz. Ja, selbstverständlich kann man das machen. Wie gesagt, auch 14 andere Bundesländer haben das gemacht. Und das ist einfach Blödsinn, dazu sagen, dass das nicht geht. Und dann verweist sie auch noch auf den Beschluss der Justizministerkonferenz. Noch ein kleiner Ausschnitt. Die 93. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister
am 10. November 2022 hat nach Vorlage des Eckpunktepapiers unter anderem mit Zustimmung von Mecklenburg-Vorpommern beschlossen, den Vorsitzenden des Strafrechtsausschusses zu bitten, einen Erfahrungsaustausch der Länder zur Anwendungspraxis der Regelung des § 31a Betäubungsmittelgesetz zu initiieren und auf dieser Grundlage einen umfassenden Katalog von möglichen Kriterien zusammenzustellen. Dieser Erfahrungsaustausch soll jetzt stattfinden. Ein vorhergehender Alleingang Mecklenburg-Vorpommerns, bevor der entsprechende Erfahrungsaustausch der Länder überhaupt initiiert werden konnte, käme jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt zur Unzeit und würde unter anderem der Beschluss der JuMiCo nicht gerecht werden. Zu einer Richtlinie mit der Anhebung auf 20 Gramm gibt es aktuell aus diesem Grund keinen Anlass. So, und an der Stelle, Justizministerkonferenz, kommt auch noch der drogenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Linken ins Spiel, Atesh Gürpinar. Der hat nämlich versucht, seine Parteikollegin im Norden irgendwie zu verteidigen. Ja, bei dem ist wohl auch Posteingang übergelaufen mit Beschwerden über seine linken Kollegen da. Und da hat er halt beschrieben, wie es jetzt dazu kommt. Ja, auch erstmal, dass er natürlich für die Legalisierung ist am Anfang vom Statement und so, und da hat eine Zustimmung vielleicht auch gar nicht schlecht gewesen wäre. Ja, hätte er besser bei gelassen. Und dann hat er aber weiter argumentiert und auch auf die Justizministerkonferenz angesprochen. Und ich lese wieder vor. Zweitens und noch entscheidender ist ein Beschluss auf der Konferenz der Justizministerinnen und Minister vom 10. November, der gegen die konservativen Regierungen durchgesetzt wurde. Danach sollen mögliche Kriterien zur Anwendung des § 31a BTMG gefunden werden. Ja, Atesh, da muss ich deutlich widersprechen. Ja, das ist Blödsinn, das wurde nicht gegen die konservativen Regierungen durchgesetzt. Kann man gar nicht im Bundesrat, weil die haben eine Mehrheit im Bundesrat. Ja, da kann man gar nichts gegen die durchsetzen. Und es ist umgekehrt. Ja, die konservativen Bundesländer haben diesen Beschluss gegen andere durchgesetzt. Ja, da sind einige Länder mit grüner Beteiligung zum Beispiel gewesen, die haben da nicht zugestimmt. Gerade weil es eben ein Versuch ist, die ganze Entwicklung auszubremsen, eher die härtere Gangart der konservativen Länder durchzusetzen. Das sind immer von diesen 6 Gramm die Rede, die halt alle haben. Und das war eine Reaktion auf den Koalitionsvertrag in Niedersachsen, wo Rot-Grün auch ja zum ersten Mal jetzt im Koalitionsvertrag vereinbart hat, wir wollen die geringe Menge anheben, damit eben möglichst wenig Cannabiskonsumenten in unserem Bundesland mehr bestraft werden, während im Bund an der Legalisierung geschraubt wird. Und bis dahin, ob das jetzt noch ein Jahr, anderthalb läuft oder so, ja, wenn das überhaupt klappt, bis dahin wollen wir halt wenig Leute bestrafen mehr, weil das ja möglichst sowieso kommt und weil das einfach Schwachsinn ist, Cannabiskonsumenten zu jagen, ja, und zu bestrafen. Daraufhin hat jetzt die Justizministerkonferenz wieder diesen Antrag hier verabschiedet. Da sollen jetzt erstmal Informationen zusammengetragen werden, was denn ein guter, sinnvoller Umgang wäre mit der geringen Mengeverordnung, bla bla, ja, und dann trifft man sich im halben Jahr wieder, ne, und bis dahin macht keiner was, ja, weil irgendwelche Idioten da in MacPom sagen, ja, nö, wir machen das ja jetzt gemeinsam in ein paar Jahren irgendwann, ja, aber es geht ja jetzt darum, schnell zu agieren, jetzt sofort die Leute zu entkriminalisieren, für diese Übergangszeit bis zur Legalisierung, ja, wenn man jetzt sagt, wir untersuchen das erstmal in aller Ruhe, dann ist das sowieso Blödsinn alles, ja, wenn dann jetzt, also wirklich, ja, kein besonderer Leuchtturm, ja, was die Linken da jetzt gerade irgendwie machen. Es ist eine Bremsaktion, diese Justizministerkonferenzgeschichte. Also da sind die Linken reingefallen darauf, muss man wirklich sagen. Das ist übrigens schon 3-mal vorgekommen, so ein Beschluss. Seit 1994 dieses Urteil zur geringen Menge. Ja, da wurde gesagt, geringe Mengen sollen nicht bestraft werden. Geringe Menge wurde nie im Bund definiert. Obwohl das Verfassungsgericht gesagt hat, im Wesentlichen soll im bundesweit einheitliche Handhabung da sein. Ja, es ist den Ländern nie gelungen natürlich, ne, sich da zu einigen, weil natürlich Berlin jetzt da nicht 6 Gramm einführen will. Ja, die würden ja zu Hause auch gelünscht. Da müsste man einfach ins BTMG reinschreiben, bis dahin würde es keine Einigung geben. Ja, das 3-mal ist das komplett versandet, das hat nie eine Einigung gegeben, wird auch jetzt keine Einigung geben. Ja, das ist einfach Quatsch jetzt zu sagen, deswegen warten wir jetzt noch. Irgendwie, ja, mal gucken, was Niedersachsen macht. Ja, da hören wir ja auch jetzt nichts mehr irgendwie. Warten auf eine Antwort der Justizministerin von der SPD in Niedersachsen noch. Der haben wir geschrieben, ja, wann es denn losgeht damit. Aber dieser Verweis auf diese Innenministerkonferenz, wirklich Quatsch. Atesh Vorgänger Nima Mofassat als vorheriger Sprecher der linken Fraktion im Bundestag hat da doch deutlich klare Kante getwittert. Ich lese wieder vor.
Ich bin auch entsetzt über die linke MV und wusste davon vorher nichts. Das wird noch einen Brief von mir geben. Jawohl, Brief schreiben, super. Viel sinnvolleres Statement am Ende. Kommen wir nach Neuseeland. Geht gar nicht um Cannabis, ja, sondern Tabakprohibitionsfantasien oder eben auch Beschlüsse. Ja, Neuseeland hat ein Gesetz beschlossen, jetzt spekuliert wurde schon länger. Da habe ich auch schon mal drüber berichtet, aber jetzt ist es wohl soweit, Gesetz verabschiedet. Und Neuseeland will bis 2025 rauchfrei sein. Das ist nicht mehr lange hin, ja, das sind noch 3 Jahre. Und dazu wurden jetzt diverse Maßnahmen eingeführt, die teilweise gar nicht so blöd sind. Ja, zum Beispiel Verkauf nur noch in Fachgeschäften, wie wir das für Cannabis auch vorschlagen. Wir sagen ja immer dazu, ja, das schlagen wir für Alkohol und Tabak genauso vor, was wir für Cannabis vorschlagen. Fachgeschäfte, super. Das wird die Verkaufsstellen in Neuseeland von 6.000 auf 600 reduzieren, steht in der Presse. Naja, soweit so gut. Aber kritischer zum Beispiel schon, der Nikotingehalt im Tabak soll reduziert werden. Ja, dann hat man nur noch Lush, Marlboro Light oder sowas, ne, und muss dann davon irgendwie 5 Schachteln am Tag rauchen, um seinen Nikotin-Jeeper irgendwie zu beruhigen. Mehr Rauch pro Nikotin, das ist nicht gerade eine gesundheitsfördernde Maßnahme, würde ich sagen. Fördert den Schwarzmarkt am Ende möglicherweise. Naja, es gibt sowieso relativ wenig Raucher in Neuseeland, muss man auch dazu sagen. Also nur 8% rauchen regelmäßig. Die weitere 8% sind schon auf E-Zigarette umgestiegen. Die sollen auch nicht so bekämpft werden, die E-Zigaretten, weil die wesentlich weniger gesundheitsschädlich sind. Also relativ kleiner Anteil der Bevölkerung, um den es hier überhaupt nur geht. Aber unangenehm wieder an Prohibitionsdebatten aus anderen Bereichen ist ein Punkt. Ja. Ihr wisst das ja, ja, warum wurde überhaupt verboten? Da spielt immer auch so diese Vorwurf eine Rolle, dass diese Verbote rassistisch motiviert waren, jedenfalls unterbewusst vielleicht irgendwie, dass zum Beispiel chinesische Eisenbahnbauer in Amerika über den Umweg Opiumverbot drangsaliert wurden oder schwarze Jazzmusiker durch das Cannabisverbot. Ja, und hier bei diesem angehenden Verbot in Neuseeland über Tabak muss man dazu sagen, dass die Maori, die Eingeborenen, viel mehr Tabak rauchen noch als die weißen Dahergelaufenen, ja, die Zugezogenen, die jetzt da ein Tabakverbot einführen. Das hat auch ein gewisses Geschmäckle, würde ich sagen. Aber bis jetzt habe ich noch gar nicht von Verbot geredet. Ja, das waren ja alles nur restriktive Maßnahmen im Rahmen des regulierten Marktes. Aber das Verbot soll auch kommen, und zwar sehr schleichend. Jahrgang für Jahrgang, und das ist eben das Innovative daran, ja, experimentell. Und natürlich auch nur, wenn das nicht klappen sollte, bis Ende 2025 sowieso rauchfrei zu sein, dann braucht man natürlich auch keine Jahrgangsprohibition mehr. Und ich zitiere mal wieder, ja, danach darf Tabak an niemanden mehr verkauft werden, der am oder nach dem 1. Januar 2009 geboren wurde. Dieses Mindestalter für den Kauf von Zigaretten wird jedes Jahr heraufgesetzt. Theoretisch müsste damit jemand, der in 50 Jahren eine Schachtel Zigaretten kaufen will, mit seinem Ausweis nachweisen, dass er mindestens 63 Jahre alt ist. Also das wird nochmal eine richtige Herausforderung für die Tabakhändler. Ja, die müssen dann irgendwie andauernd Ausweise checken von Opas, ob die jetzt schon 63 oder irgendwie erst 64 oder 62 sind. Ja. Du bist irgendwie noch zu jung. Du kriegst keinen Tabak. Never. Ja, man wächst ja auch nicht rein in die Tabakerlaubnis, sondern es gibt dann eben ab immer mehr Jahrgänge, denen der Einkauf von Tabak verboten ist. Dabei war ja Neuseeland eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie man auch im Rahmen des legalen Marktes sozusagen den Konsum reduzieren kann. Von daher geht das jetzt total in die falsche Richtung. Jetzt haben wir auf einmal wieder Prohibitionsexperimente, ja, wo man dachte, so zumindest bei den für uns normal legalen Drogen ist das seit der Alkoholprohibition in den USA erledigt, weil genau dieselben schädlichen Folgen hatte, wie wir jetzt auch bei den jetzigen illegalen Drogen sehen, die Prohibition, ja, und die machen das jetzt bei Zigaretten wieder. Wo allerdings wenig darüber berichtet wurde oder gar nicht, ja, nichts gesagt wurde, dass die Konsumenten bestraft werden sollen. Ja, geht nur um den Handel, an wen darf verkauft werden. Und ist auch nicht berichtet, ob der Eigenanbau von Tabak legal sein wird oder nicht. Das würde natürlich die Sache ein bisschen abmildern, sage ich mal. Ja. Trotzdem ist es ein Verbot, um das da geht. Also wenn man schon experimentieren wollte, ja, würde ich mal vorschlagen, wie wäre denn dann, wenn man Cannabis nach Jahrgängen legalisieren würde. Ja, jedes Jahr darf ein Jahrgang mehr,
mit Vollendung des 18. Lebensjahres, ja, alle, die jetzt 18 werden dürfen, wachsen nach oben sozusagen und die Älteren, die müssen dann draußen bleiben aus den Läden, ja, und eine wird kontrolliert und dann, du bist zu alt, dann musst draußen bleiben. Vielleicht, das wäre vielleicht ein sinnvolles Experiment in die richtige Richtung. Und nochmal kurzer Blick in die USA, Mexiko, Kalifornien. Ein Argument dafür, sozusagen Cannabis zu legalisieren in den USA, war ja auch eine Bekämpfung der mexikanischen Drogenkartelle, die auch groß geworden sind mit Cannabis und was viele gar nicht wissen, ja, die immer nur an Koks denken, auch mit Cannabis bis zuletzt eben gute Geschäfte gemacht haben und auch da viel in die USA geschmuggelt haben, bis eben dann dieser Legalisierungstrend losging. Und jetzt gibt es eine Statistik von einer kalifornischen Behörde, die Drogen sucht an 6 verschiedenen Grenzübergängen in Kalifornien, zwischen Mexiko und Kalifornien. Und siehe da, der Schmuggel von Cannabis hat um 98% abgenommen. Unglaubliche Zahl, ja, also das ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Offensichtlich wird alles jetzt komplett im Inland angebaut, dann lohnt sich überhaupt nicht mehr, jetzt noch Gras irgendwie von Mexiko da hinzukarren, ja, weil das sowieso genug da ist, ja, will gar keiner haben da. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch in Kalifornien selbst noch viel illegal angebaut wird, ja, die sind noch nicht bei 100% Weißmarkt sozusagen, regulierter Markt, auch da gibt es einen Schwarzmarkt, aber eben in Kalifornien selbst angebaut und zumindest das Ziel, die mexikanischen Kartelle da aus dem Spiel zu kriegen, ist weitgehend erreicht worden. Ja. Ein paar von denen sind vielleicht jetzt in Kalifornien selber auch am Anbauen, aber doch eine deutliche Schwächung des Kartells, das kann man da wohl sicherlich draus ablesen. Und dann habe ich nur noch 2 Termine. Einmal am 20. Dezember in Heidelberg, wo sich unsere Ortsgruppe trifft. Und dann haben wir einen Kick-Off zwischen den Tagen, ja, zwischen Weihnachten Richtung Silvester, machen den Kick-Off. Vielleicht schon mit Raketen, da darf man vielleicht schon, weiß nicht so genau, mal wieder nach 4 Jahren. Meeting zum Global Marihuana Marsch 2023. Nee, man darf die erst kaufen werden, ne? Noch nicht abfeuern. Okay, ja, jedenfalls Oldenburg. Kick-Off Marihuana Marsch, 28. Dezember. Liked dieses Video. Spendet uns wie verrückt, damit wir nächstes Jahr für euch weiter heftig legalisieren können. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.